Herzlich willkommen zu Cineplex TV. Wir sind heute im 21. Bezirk vor dem ersten urbanen SOS Kinderdorf. Und da wir gerade mit Cineplex die erste magische 100.000 Fans ergattern konnten, haben wir uns überlegt, eine ganz besondere Aktion zu starten. Cineplex ist nicht nur die größte österreichische Kinokette, sondern auch ein waschechter Familienbetrieb. Da uns Familie extrem wichtig ist, haben wir uns gedacht, wir schauen mal an, wem es nicht so gut geht. Und jetzt haben wir die Gelegenheit, alle SOS Kinderdorf-Kinder ins Kino einzuladen. Und Getränke und Popcorn sind natürlich inklusive. So, und jetzt haben wir die Gelegenheit, den Andreas Fasching, einen von drei SOS Kinderdorf-Papas, ein paar Fragen zu stellen. Wie ist denn so der Alltag hier im Kinderdorf? Ja, der Alltag im Kinderdorf ist momentan, ist ja Sommer, es ist schön heiß, es ist, glaube ich, nicht viel anders als woanderswo. Unser Alltag besteht mit dem Aufstehen und so schnell wie möglich schauen, dass wir irgendwie in einen Pool kommen oder was auch immer und zum Abkühlen. Ansonsten ist der Alltag nicht anders als mit anderen Kindern. Wir stehen auf, wir schauen, dass die Kinder in die Schule kommen, wir schauen, dass das Mittagessen am Tisch steht. Wir machen die Aufgaben am Nachmittag, schauen, dass wir mit den Kindern irgendwas unternehmen können, sie ein bisschen in den Garten begleiten. Wie viele Kinder betreust du zurzeit? Wir haben derzeit 5 Kinder. Eine davon ist meine leibliche Tochter. Ja. Ich mache das gemeinsam mit meiner Frau. Mhm. Ja, und haben noch ein bisschen Unterstützung, dass wir ein paar freie Tage haben und auch noch ein bisschen ausspannen können. Es ist ja extrem beeindruckend, das Ganze. Kannst du uns mal ganz kurz erzählen, wie du überhaupt dazu gekommen bist? Mhm. Ich bin ja ursprünglich Tischler. Habe das in der Schule gelernt, habe das dann eine Zeit lang auch ausgeübt, habe dann aber Probleme mit meinem Rücken bekommen und habe in der Zeit dann einfach versucht, mich neu zu definieren, einfach zu neu zu orientieren, was mache ich mit meinem Leben. Und in der Zeit bin ich so in die Richtung Pädagogik, soziale Schiene wieder gekommen durch meine Mutter, die das schon eigentlich, so bin ich aufgewachsen, ich bin mit einem Halbbruder aufgewachsen, da war ich 14, dann kamen Pflegekinder dazu und das hat mich immer interessiert, also ich habe immer gern mit Kindern gearbeitet. Und da gab es dann die Möglichkeit, dass ich in diese Kinderarbeit mit einsteige und habe Kinder aufgenommen, die in Albanien zu uns kommen, hier operiert werden und dann wieder nach Hause dürfen. Und das hat mich so fasziniert und da habe ich einfach gemerkt, das ist das, was ich machen möchte. Ich möchte für Kinder da sein, viel Zeit für Kinder haben können und war dann auf der Suche, also was für Möglichkeiten gibt es. Genau, eine Berufung und wo gibt es den passenden Beruf dazu. Was ist die wichtigste Qualifikation, die man mitbringen muss als Elternteil? Die wichtigste. Also ich glaube nicht, dass unbedingt die wichtigste gibt, sondern es gibt viele Sachen, was man mitbringen muss. Einerseits braucht es einfach die psychologische Voraussetzung, dass man einfach den Druck gewachsen ist, dass man einfach diesen Herausforderungen alle mit meistern kann. Für mich selber merke ich einfach immer, dass es total wichtig ist, Geduld zu haben und relaxed zu bleiben. Egal, was für Turbulenz jetzt gerade einmal auftaucht, einfach mal durchzuschnaufen und zu schauen, okay, was machen wir jetzt als nächstes? Also für mich persönlich ist es einfach die Geduld und die Ruhe. Hast du selber dann noch entschlossen, eine Ausbildung in die Richtung zu machen, um dem gewachsen zu werden? Es ist so, dass im Kinderdorf, wer Kinderdorf Muttervater werden möchte, ist eine Ausbildung Voraussetzung. Mhm. Die Ausbildung findet derzeit noch intern statt, ist im College in Wels. Die dauert 3 Jahre lang und ist berufsbegleitend. Habt ihr schon einen Film überlegt, den ihr gerne sehen würdet? Ja, die Monster-Uni. Okay. Also davon reden die Kinder momentan ganz viel. Und was kommt noch? In nächster Zeit die Schlümpfe 2, habe ich gehört. Die sehen sie immer schon, die Plakate. Und den ersten Teil haben wir schon auf DVD zu Hause. Und da sind sie auch schon gespannt, wann der kommt.